Ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu Rocket League, liebe Freunde. Hallo und willkommen. Wir sind ab morgen in den Racings drin, also ab morgen startet das Rennen, beziehungsweise die Rennen, die Saison, die neue in Rocket League hier auf dem Kanal. Und wir müssen dafür unser Auto vorbereiten, beziehungsweise ich habe das Auto hier schon vorbereitet und würde euch heute gerne einfach mal zeigen, so was ich dem Auto ausgerüstet habe. Und würde euch gerne mal zeigen, wie es aussieht, denn in den Rennen selbst achtet man ja nicht so sehr darauf, sondern eher darauf, dass man Tore macht und ihr wahrscheinlich auch. Ja, also das Auto wie folgt, wir gehen mal in die Garage rein. Ich benutze den X-Devil, ja, oder das X-Devil, den X-Devil, der X-Devil, wie auch immer, und habe folgendes drauf. Als Aufkleber benutze ich Flügel, ich finde das Design sieht schon recht cool aus, ja. Ich zeige es euch mal von oben, das ist einfach diese... Ja, diese Flügel, soll das sein, diese Haken, wie auch immer man das nennen möchte. Ja, die hier einmal rings um die Fahrerkabine rumgehen. Ich finde, sieht eigentlich recht cool aus. Hier vorne auch mit so Spritzern, ja, ist nicht so gerade runter, wie hier zum Beispiel. Sondern das ist eher so ein bisschen un... Ihr wisst, was ich meine, ja. Es ist nicht so, es ist einfach so stylischer. Wie ich finde. Ja, ist natürlich eine Geschmackssache, aber es ist stylischer. Weiter zur Lackierung. Also, ich habe das Auto natürlich im kompletten Orange gehalten. So ist ja auch bei mir der Kanal überwiegend gehalten im schlichten Orange. Mein Logo ist auch so gelb-orange-schlich und so. Und ich dachte, das muss passend gehalten werden. Und Orange gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also habe ich mein Auto komplett orange gemacht. Die Sekundärfarbe, also vom Aufkleber, die habe ich ein bisschen heller gemacht. Hat also die Farbe hier hat überhaupt nichts mit Rot zu tun. Und Orange, die habe ich dann eher in diese blau-weiße Richtung gehen gelassen. Ja, korrodiertes Metall ist das übrigens. Diese Farbe steht hier auch links. Und ich fand es ganz cool vom Design her, wie wenn ich jetzt was Dunkles genommen hätte. Ich kann es euch ja mal kurz zeigen. Das ist die erste Farbe von hier oben, ja. Gut, grün wäre eventuell sogar auch noch gegangen. Aber wenn ich jetzt hier weiter in die roten Töne gehe, orange, rot, sowas, das finde ich nicht mehr so geil. Gut, das hier würde zum Beispiel noch gehen, wäre mal so für meinen Geschmack. Aber hier unten schwarz und so fände ich da nicht mehr so geil. Ist auch so halt so standardmäßig, weißt du? So bunt und dann schwarz irgendwas drauf. Geht, weil schwarz geht theoretisch immer, ist aber halt so standardmäßig, finde ich nicht so geil. Deswegen bleiben wir hier oben bei diesem etwas helleren Blau. Finde ich persönlich richtig cool vom Design her und passt auch zum Auto. Als Räder habe ich aktuell die Sternräder drauf. Ja, finde ich vom Design her richtig cool. Und die, so wie ich mitbekommen habe, macht jetzt keinen raten Unterschied von der Leistung des Autos. Hier ist immer nur aufgezählt, wie viele Kilometer ich und wie viele Meter ich mit dem jeweiligen Rad gefahren bin oder den jeweiligen Rädern. Ja, mit den Vortex bin ich, glaube ich, am meisten gefahren. 13 Kilometer, dann kommt Velos. 1 Kilometer, Sunburst, 544 Meter nur, ja, kann nicht mal ein Kilometer. Stern habe ich noch gar nicht gefahren. Also jetzt zum ersten Mal in den nächsten Rennen fahre ich mit den Sternrädern. OEM, ja, 2 Kilometer. Ja, 2 Kilometer, 358 Meter. Sind halt diese Standardreifen, wie man sowieso kennt halt. Lucci. Oder Lucky, auch 2 Kilometer, 295 Meter. Haben diese Dollarzeichen drin mit diesem grünen Stich. Finde ich vom Design her richtig cool. Passt aber, wie ich es jetzt finde, nicht so zum Auto. Also nicht zu dem Auto zumindest. Zu anderen Autos bestimmt mehr wie zu dem hier. Deswegen, ja, lassen wir das mal lassen wir die mal weg. Falco ist auch ein schöner Reifen vom Design her. Finde ich ihn aber nicht so geil. Ja, ein schöner Reifen in dem Sinn, weil vom Aussehen her, vom Auto zum Reifen, ja, aber jetzt vom Design her, dieser Stern, der da drin so ist, oder wie auch, was auch immer das sein soll, ich interpretiere es erstmal als Stern, völlig nicht so geil. Almas, ja, kann man machen, hat dieses typische Profil, dieses Grip-Profil, ja, um sehr viel Grip zu bekommen, passt aber auch zu diesem Auto nicht. Gut, doch, passt schon zu dem Auto, aber ist nicht so mein Fall. Alchemist hat nichts mit Alchemisten zu tun. das ist dieser ganz normale Stink. Normale Reifen, ja, wie ich finde. Mit diesem Kreuz im Reifen drin. Und ja, fand ich jetzt nicht so geil. Also Stern passt da schon eher zum Auto. Ist wie gesagt eine Geschmackssache. Eure Meinungen könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde ich mich mal freuen. Und
ich bin auch mal gespannt, wie ihr euer Auto so, wie ihr euer Auto designt habt. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr Rocket League schon habt und ein Auto schon designt habt, nach euren Wünschen, könnt ihr mir das gerne mal als Snap, beziehungsweise als Screenshot, könnt ihr mir das gerne mal auf Twitter unter dem Hashtag ISOAuto, ja, könnt ihr mir das gerne einmal veröffentlichen. Also Hashtag ISOAuto auf Twitter und oder einfach auf meine Seite gehen, ISOtastisch einfach suchen, dann kommt ihr auf meine Seite und dann einfach das auf meine Seite drauf posten. Bin mal gespannt und interessiert mich mal, wie ihr eure Autos so designt habt, wie eure Autos so aussehen, für was ihr euch entschieden habt. Dann geht's weiter, Raketenspur. Habe ich heilig aktuell drin, weil ich finde, das hat was. Ist nicht so dieses stinknormale Feuer und dieser Rauch, der hinten rauskommt in den jeweiligen Farben, sondern ist wirklich, das sind Sterne, die hinten rauskommen. Hallo? Ich meine, Sterne. Das ist, ich finde es geil. Funken hingegen finde ich jetzt nicht so spektakulär. Ist halt so ein Strahl, der hinten rauskommt, ein paar Funkeldinger, aber heilig finde ich dann wieder, das hat was. Ja, das hat schon was. Nehme ich so, ja. Habe ich so mit drin. Sieht auch, denke ich mal, dann im Spiel selbst, im Rennen, beziehungsweise im Fußballspiel, sieht das dann bestimmt auch geil aus. Dachaufsatz. Bobbyhelm oder Königskrone? Ja, ist ganz klar, was ich da nehme. Bobbyhelm. Nein, Spaß. Wir nehmen natürlich die Königskrone. Man muss ja wissen, wer auf dem Spielfeld der King ist, ja. Also, nein, natürlich nicht. Aber ich finde, das sieht ganz cool aus. Der Bobbyhelm habe ich am Anfang auch gehabt. Ja, ist aber so schlicht schwarz und silber und so. Aber die Königskrone, verschiedene Farben, ja. Und so. Und es ist halt eine Krone, ne? Was willst du da noch mehr sagen? Ist halt eine Krone. Krone ist Krone und bleibt eine Krone. Und als Antennenaufsatz habe ich den Schädel genommen aus folgendem Aspekt. Landesflaggen, da kann man natürlich die ganzen Länder durchgehen. Ist langweilig, hat fast jeder, ja. Ich meine, Landesflagge ist Landesflagge. Blau karierte Flagge, macht sich vielleicht ein Opa dran, der auch karierte Hemden dann trägt. Piratenflagge, kann man machen. Ich mach mal gerade so, kann man machen. Finde ich ist aber auch so standardmäßig. Eine Piratenflagge, nichts Besonderes. Smiley ist ganz lustig, ist aber nicht so mein Geschmack. Ja, ist auch hier wieder eine Geschmackssache natürlich. Ist bei komplett dem ganzen Auto eine Geschmackssache. Tarnflagge, nee, finde ich so geil. UFO hatte ich eine Zeit lang dran. Hier 28 Minuten Spielzeit. Hier, die Tarnflagge hatte ich halt ein bisschen länger dran, weil ich die halt früher freigeschalten hatte und das andere hat mir alles nicht gefallen, ja. Hier die ganzen Sachen, die hatte ich noch nie dran. Dann hatte ich, von Tarnflagge hatte ich zum UFO geswitcht. Das habe ich die ganze Zeit dran gehabt und fand es halt recht cool, ja, ist nur ein UFO, ne. Unreal, ne, ist einfach nur Werbung, die ich nicht haben will und Verkehrsflagge ist irgendwie so, ja, orange halt und mein Auto ist schon orange, brauche ich nicht noch mehr orange. Deswegen habe ich den Schädel genommen, aus folgendem Aspekt. Der Schädel sieht nicht nur geil aus, dem seine Augen leuchten auch noch rot. Und das ist die geile Sache dabei. Diese Augen leuchten einfach mal rot. Voll geil. Der ganze Schädel leuchtet rot, wenn man genau hinsieht, ja. Ist sau geil und deswegen habe ich den auch genommen. Ihr seht, ich habe in allen Kategorien, außer bei den Autos ganz vorne, noch nicht alles freigeschalten. Deswegen, das kommt jetzt in den nächsten Rennen. Ab morgen fangen die ganzen Rennen an, beziehungsweise die ganzen Fußballspiele fangen ab morgen an. Ab morgen fängt die neue Saison dann hier auf dem Kanal an. Entweder mit mir alleine oder mit noch jemandem mit dabei. Muss ich mal noch schauen. Auf jeden Fall fängt es ab morgen an. Morgen 14 Uhr dann auf diesem Kanal, 15 Uhr kommt das Minecraft Let's Play, 14 Uhr kommt dann Rocket League jeden Tag und ich glaube so eine Saison geht 27 Spiele lang, das heißt 27 Tage auf mindestens kommen hier Videos und jedes fünfte bis sechste Fußballspiel in Rocket League möchte ich auch am gleichen Tag noch so ein Video hier veröffentlichen, wo ich dann einfach nochmal zeige, was ich in den letzten paar Spielen, in den letzten paar Saisonspielen, was ich da freigeschalten habe und was wir dann eventuell auch am Auto verändern können mit diesen freigeschalteten Dingen, ja, dass wir das Auto dann immer wieder aktualisieren, ein bisschen geiler vom Design her machen und damit könnt ihr mir halt helfen, indem ihr das in die Kommentare schreibt, was euch so am Auto gefallen würde, was man dran machen könnte und dann können wir das ja in den nächsten Videos mal schauen, ob das dann auch, also ob ich auch finde, dass das so geil ist, dann können wir das nämlich auch so abändern.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die schöne neue Saison ab morgen. Entweder mit mir alleine im Let's Play oder mit einem guten Kumpel zusammen, der vielleicht auch mit YouTube mal bald anfangen möchte, weil er hat gesagt, er muss sich das noch überlegen. Gibt's mir aber dann jetzt direkt noch bekannt. Also Freunde, bis morgen im Minecraft Let's Play. Das kommt nämlich morgen auch. Und auch die zweite Folge kommt dann morgen, ne, schon von Minecraft. Und heute kam die erste, also da auch nochmal reinschauen. Und die Folge hier kam jetzt zum ersten Mal. Und morgen geht's los mit den Spielen in Rocket League. Bis morgen, ich hau rein, ihr haut auch rein. Und tschö mit euch.